Habt ihr es hier? Das war eben Peter am Telefon. Er braucht mich doch gleich bei der Tagung. Und dann muss ich nach Berlin weiter. Du warst 6 Wochen in Äthiopien und jetzt musst du sofort wieder los. Und dann fährst du weiter nach Berlin. Ja. Leider. David, es gibt eine ganz neue Form von Hypnosetherapie. Nein. Ich habe da was gelesen. Ich habe was gefunden über eine Frau Lyon, die hat wirklich jahrelang alles probiert und nichts hat geklappt. Aber jetzt hat sie ein Baby. Wir haben das besprochen. Wir haben das geklärt. Ja, aber es gibt jetzt noch mal wirklich eine Chance. Als ob es keine wichtigeren Probleme auf der Welt gibt. Für dich wahrscheinlich schon. Du machst ja da dein Ding. Du bist ja der große Entwicklungshelfer. Du bist immer weg. Du wolltest doch auch wieder arbeiten. Eine neue Kollektion. Ich kann's aber nicht. Nur um wieder reinzukommen. Ich kann das aber nicht. Ich kann das nicht einfach so auf Kommando. Ich sag Berlin ab. Nein, Frau. Ich sag Berlin ab. Und dann reden wir. Über uns, über alles. Wir machen reinen Tisch.
Wo ist David? Ich war nicht dabei. Er saß tot auf dem Stuhl. Wir hatten eine Pause. David wollte gleich nachkommen. Aber er ist doch völlig gesund. Ich habe auch keine Erklärung. Was ist das? Der Alarm vom Haus ist aufs Handy geschaltet. Das ist Dr. Bauer, unser Betriebsarzt. Hat Ihr Mann über Herzstiche geklagt? War der im Infektionsgebiet? Hat er sich da was eingefangen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Raus! 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 Die Pink Floyd-CDs hier sind im Übrigen alle von Ihrem Mann. Danke. Die Sicherheitsfirma sagt, das war ein Fehlalarm. Sie müssen zuerst den Basiscode eingeben und dann den normalen Code. Ich weiß. David. Er hat immer alles tausendmal verschlüsselt. Ich weiß. Nein, bitte. War der Topf schon kaputt? Was für ein Topf? Das hat den Alarm ausgelöst. Soll ich noch versuchen, das Schloss hier aufzukriegen? Einfach stehen lassen, bitte. Einfach stehen lassen. Zeit etwas Stärkeres verschreiben. Der Wirkstoff heißt Sertralin. Hilft gegen die Angst. Sie können damit auch besser unter Menschen.
Da wird jetzt einiges auf Sie zukommen. Bitte ganz regelmäßig einnehmen und keine vergessen. Klappt das mit dem Handyalarm? Sehr gut. Prima. Und die Tabletten keinesfalls selbst absetzen, aber Sie kennen sich ja aus. Dr. Bauer sagt, die Todesursache war ein geplatztes Blutgerinnsel im Gehirn. Ein Aneurysma. Höchstwahrscheinlich angeboren. Die Beerdigung, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich mach das alles. Ich kümmere mich drum. Und sein Handy, der Ring, seine Uhr. Ich hol die anderen Sachen. Meine Damen und Herren, wir nehmen heute Abschied von Dr. David Heller, einem liebevollen Ehemann, einem großartigen Entwicklungshelfer, meinem Freund. War so eine Frau mit einem bunten Strickmantel. Was für eine Frau? In dem Hotel an dem Tag, an dem David starb. In dem Raum, bevor wir reingegangen sind. Was soll mit der sein? Weiß ich nicht. Ich dachte, du weißt das vielleicht. Keine Ahnung. Thank you.
das eben beim Telefon, im Auto, das war Peter. Entschuldigung. Frau Heller. Kann ich kurz reinkommen? Oh, Sie müssen nicht meinetwegen aufräumen. Was wollen Sie? An dem Morgen, an dem David starb, mit wem hat er da im Wagen telefoniert? Das weiß ich nicht. Ihr Mann hat praktisch ständig telefoniert. 9.34 Uhr ist der letzte registrierte Anruf. Und David hat behauptet, es sei Peter gewesen. Aber auf der Anrufliste, da steht unbekannte Nummer. Vielleicht hat Hagedorn von einem anderen Telefon aus angerufen. Mit wem hat er telefoniert? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ausgestiegen, als jemand den Anruf annahm. Hatte mein Mann eine Geliebte? Keine Ahnung. Es ehrt Sie sehr, dass Sie so loyal sind, aber ich muss es wissen. Frau Heller, ich habe Ihren Mann sehr geschätzt. Das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe.
Das gewusst? Bitte, die ist eine Callgirl. Genau das wollte ich dir ersparen. Sie war es, die David gefunden hat. Bitte? Die Tagung begann um 12 Uhr. David kam um 10:30. Verschwand sofort. Es war klar, wohin. Er hatte seine Uhr vergessen. Sie hat sie ihm nachgebracht. In den Konferenzraum in der Pause. Das heißt, der hat öfter mit Callgirls? Herrgott, ja. Das heißt nein, also eigentlich nur mit dieser einen, so viel ich weiß. Oh mein Gott, und du feierst ihn noch ab, da deinen heiligen David von Äthiopien. Bitte, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Claire, all die Jahre, in denen ihr versucht habt, ein Kind zu bekommen. Und dann die psychiatrische Behandlung, die Tabletten. Och, Peter, komm mir jetzt nicht so. Ich will das ja gar nicht gut heißen. Aber? Ein anderer hätte vielleicht ein Verhältnis begonnen, hätte sich eine Freundin zugelegt. Aber David hätte sowas nie gemacht. Was, soll ich ihm noch dankbar sein? Vielleicht war das sein Weg, dich nicht zu verlassen. Ich weiß nur, er hat dich sehr geliebt. Wo finde ich die? Sag's mir. Sag mir das jetzt. Ich bin David Hellers Frau. David, der war Ihr Kunde. Machen Sie das nie wieder. Sie und mein Mann, was war das? Sie glauben doch nicht, dass ich jetzt mit Ihnen über Ihren Mann rede. Warum waren Sie an dem Tag noch in dem Hotel? Sie hätten ja längst gehen können. Ich war geschockt. Was dachten Sie denn? David war ein guter Kunde. Wann hat das angefangen? Wie oft haben Sie mit ihm... Vergessen Sie es. Hören Sie zu. Mein Mann ist tot. Sie und ich, wir werden uns niemals wiedersehen. Also reden Sie einfach mit mir. Vor ein paar Jahren. Immer wenn er hier war. Er war doch gar nicht der Typ dafür. Das denken alle Ehefrauen. Und hatte er irgendwelche Neigungen, von denen ich nichts wusste? Woher soll ich wissen, was Sie wissen oder was Sie nicht wissen? Außerdem rede ich nicht über Kunden. Aber ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Ich bin verdammt gut in dem, was ich tue. Und jetzt ist Schluss hier. Peter, hier ist Claire. Davids Tasche ist weg. Ich kann mir das nicht erklären. Rufst du mich zurück?
Sie haben sich schon öfter verfolgt gefühlt oder Dinge eingebildet. Erst vor einem halben Jahr waren Sie fest davon überzeugt, im achten Monat schwanger zu sein. Das kam Ihnen völlig real vor. Sie haben sogar einen Termin in einer Entbindungsklinik vereinbart. Sie erinnern sich doch, oder? Ja. Ja, natürlich. Aber das jetzt war anders. Wir haben Sie damals für 2 Monate stationär aufnehmen müssen. Da ist auch ein Mann, der mich verfolgt. Was für ein Mann? Ich habe einfach die ganze Zeit das Gefühl, ich übersehe da irgendwas. Sie lassen Ihren Schmerz nicht los. Sie fixieren sich. Das schränkt Ihre Wahrnehmung ein. Sie haben den Basiscode von der Alarmanlage abgeguckt. Ich hab bitte was? Sie haben direkt neben mir gestanden an dieser Alarmanlage. Und dann haben Sie das ganze Haus durchsucht. Und dann wollten Sie das Zahlenschloss von Davids Tasche knacken. Ich wollte Ihnen helfen. Nein, Sie haben die Tasche genommen, Sie haben sie durchsucht und dann haben Sie sie zurückgestellt, damit ich nichts merke. Warum sollte ich das tun? Hören Sie auf damit. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich glaube auch nicht, dass Sie von dieser Nutte nichts gewusst haben. Was ist da drin in der Tasche? Frau Heller, ob Sie es glauben oder nicht, aber wen Ihr Mann in seiner Freizeit sah, traf oder sonst wie beglückt, ist mir genauso egal wie der Inhalt seiner Tasche. Glaube ich nicht. Und außerdem, wenn das Einzige ist, was Sie im Leben Ihres Mannes interessiert, dann tun Sie mir leid. Schönen Tag noch. Wie? Was heißt das? Such David. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Noch Freunde? Komm rein. Deine Nachricht habe ich leider gerade erst abgehört, wegen der Tasche. Da ist sie doch. Ja, jetzt wieder. Wie? Peter, wie kommt das ganze Geld auf unser Konto? Welches Geld? Meinst du Davids Boni? Boni. Viva Santa, unser Mutterkonzern, ist börsennotiert. Das weißt du doch. Claire, lass uns mal in Ruhe essen gehen. Und ich erzähl dir, wie das alles zusammenhängt. Ja.
Oliver Santa steht im Verdacht, in Fälle von Landgrabbing verwickelt zu sein. Ich wollte nicht stören. Kann ich kurz? Die Jungs vor ihrer Tür haben mir gesagt, wo ich sie finde. Sie haben mir geraten, mich mit dem Leben von David zu beschäftigen. Ich habe im Internet recherchiert. Viva Santa ist an der Ausbeutung und an der Vertreibung von Bauern beteiligt. In Ambatade. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass David da mitgemacht hätte. Andererseits hat er auf einmal sehr, sehr viel Geld verdient. Ich frage mich einfach, wie das zusammenhängt. Bitte, ich will es nur wissen. Ich will es einfach nur wissen. War er da in Afrika in irgendwelche Machenschaften verwickelt? Kommen Sie mal mit. An dem Tag war abends in Berlin ein Termin angesetzt. Da sollten wohl noch einige Dinge auf dem Tisch. Ja, aber den wollte er absagen. Er wollte bei mir bleiben und er wollte sich mit mir aussprechen. Den Termin absagen? Ja. Mit Staatssekretär vom Bundesentwicklungsministerium und unserem Topmanagement, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich treffe mich später mit dem Blogger, durch dessen Website ich auf das Thema gestoßen bin. Frau Heller, das ist ein Milliardengeschäft. Seien Sie vorsichtig. Was wollen Sie? Hören Sie mal, wenn das stimmt, was Sie da schreiben, dann sind das Verbrechen, die aufgedeckt werden müssen. Ich will Ihnen dabei helfen. Wirklich, ich bin nicht gekommen, um meinem Mann irgendwie den Ruf zu retten. Ambatade ist die ärmste Ecke des Landes. Riesige Flächen liegen brach, weil den Bauern das Know-how fehlt. Ja, und David hat den Leuten da unten geholfen. Die Firma, für die Ihr Mann arbeitet, die IOAD, das sind die Guten. Die machen Ernährungssicherung und Technologietransfer. Ambatade wird sogar mit Bundesmitteln gefördert. Und jetzt steht die Aktiengesellschaft Viva Santa hinter der IOAD. Ackerland ist das neue Gold. Thank you.
Was für eine Überraschung. Was ist los in Ambatade? Was habt ihr da für finanzielle Machenschaften? Ach, Claire. Was, ach, Claire? Die Sache mit den Boni kam dir spanisch vor. Also hast du im Internet nachgeschaut. Claire, wir wollten doch in aller Ruhe bei einem Essen darüber reden. Mhm. Wir können auch jetzt in aller Ruhe drüber reden. Wenn du diesen Clip meinst, der kommt, wenn man Ambatade eingibt. Dieses unsägliche Teil zum Thema Landgrabbing. Zum Beispiel? Das sind alles zusammengeklaute Fernsehbilder, mehr nicht. Viva Santa, unser Mutterkonzern, wird nicht mal genannt. Werden eure Anwälte schon für gesorgt haben? Wir haben nichts zu verbergen. Aber können wir das nicht ein andermal? Ich habe jetzt gleich hier ein wichtiges Gespräch. Peter, was ist hier los? Michael kennst du ja. Frau Heller? Schade, dass David das nicht mehr miterleben kann. Der Vorstand hat zugestimmt. Michael steigt auf ins Management. Und bezieht erstmal Davids Büro. Der hätte sich sicher gefreut. Aber er hat mich doch erst auf die Fährte gebracht. Fährte? Welche Fährte? Claire? Claire? Lass mich. Claire! Nein! Claire, warte! Bleib doch bitte stehen! Steckt alle unter einer Decke. Für wie irre haltet ihr mich? Michael soll doch nicht Davids Job übernehmen. Da hast du was in den völlig falschen Hals bekommen. Was, darum geht's doch überhaupt nicht. Da war auch kein Eichhörnchen an dem Tag. Ihr sucht einfach irgendwas. Ihr sucht irgendwas. Deswegen habt ihr die Tasche untersucht und anschließend habt ihr sie wieder zurückgestellt. Das Schloss war auf. Das wäre David niemals passiert. Ihr habt einfach vergessen, diese kleinen Zahlen da wieder zu verdrehen, nachdem ihr es geknackt hattet. Claire, du warst sehr lange weg. Du hast dich eingegraben und jetzt stürzt alles auf dich ein. Doch du irrst dich. Da ist nichts. Lass mich in Ruhe. Ich komme zu dir und wir reden über alles. Ist das in Ordnung? Hallo. Nein, hey, Moment, warten Sie. Warten Sie auf mich. Halt! Halt! Warten Sie auf mich! Ich möchte... Oh, hallo! Was spielen Sie denn für ein Spiel mit mir? Erst setzen Sie mich auf die Spur, jetzt streiten Sie alles ab. Sie kapieren es einfach nicht. Was kapiere ich nicht? Der Mann wusste schon, warum er Ihnen nichts erzählt hat. Was er nicht erzählt hat, jetzt sprechen Sie doch endlich Klartext. Frau Heller, ich lasse mir von Ihnen meine Zukunft nicht kaputt machen, verstanden? Ihre hübsche Freundin, hat die überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung? Hauen Sie ab! Hallo. Was machen Sie denn hier? Ich möchte gerne. Oh! Ich zähle bis drei, dann sind Sie weg. Ich möchte nur mit Ihnen sprechen.
Bitte. 5 Minuten, aber nicht in meinem Haus. Und am Abend sollte ein Meeting sein in Berlin. Und David wollte es mir zu lieber absagen, aber anscheinend konnte er das gar nicht, weil es irgendeine wichtige Krisensitzung werden sollte. Ja, und? Sie sind die Letzte, die ihn gesehen hat. Hat er denn nichts darüber gesagt oder hat er noch mit irgendwem gesprochen? Nein. Ambatade. Viva Santa. Peter Hagedorn. Michael. Das sagt Ihnen alles gar nichts? Hören Sie mal zu. Ich weiß nicht mal genau, was er gearbeitet hat, okay? Aber da muss irgendwas gewesen sein. Mama! Alles in Ordnung? Ja. Die kleben zusammen. Wenn Sie dann bitte jetzt gehen würden. Ach. Dankeschön. Sie haben Familie? Ja. Was gibt's? Ich wollte noch vorbeikommen. Ich stehe vor dem Haus.
noch dran? Ja, ja, natürlich. Ich habe gar nichts gehört. Ich komme sofort. Kleinen Augenblick. Steht da eine komplette Babyeinrichtung? Ich müsste aus. Ich muss Davids Laptop abholen. Firmeneigentum. Ich hole ihn dir. Weißt du, Claire, diese Blogger, diese Weltankläger, die wissen natürlich immer alles besser. Mm-mm. Aber jetzt sage ich dir mal was. David und ich, wir haben eine Ethikkommission ins Leben gerufen. Unabhängig. Die überprüfen, ob wir in Ambatado oder in anderen Projekten irgendetwas falsch machen oder irgendwas besser machen können. Claire, man kann sicher vieles kritisieren, aber man muss doch auch anerkennen, dass da unten für 400 Millionen Euro Landmaschinen stehen, von uns finanziert. Lass mal, ich mach das schon. Und dass wir angeblich Leute von ihrem Land vertreiben, blanker Unsinn. Ich weiß, ich hätte dir sofort die Wahrheit sagen sollen über David und diese Frau. Jetzt traust du mir nicht mehr. Aber wenn du in Zukunft Fragen hast, dann renn damit nicht zu Michael. Frage mich direkt. Hab ich doch. Ich habe ihn überprüft. Der Knabe kommt von einem privaten Wachschutz. Das sind oft gute Jungs. Nur offenbar war seine alte Firma eine verkappte Söldnertruppe. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Wenn sich das bestätigt, ist er raus. Es ist mir völlig schleierhaft, wie David so jemanden engagieren konnte. Hat er dir gegenüber irgendwas darüber gesagt? Über Michael? Nein. Könnte wichtig sein. Für seine Glaubwürdigkeit, ja, und für unsere. Also dann. Tschüss. Ich habe nicht gesehen, womit du gekämpft hast. Ich habe nur mit mir selber zu tun gehabt. Ich war so mit mir selber beschäftigt. Pass gut drauf auf. Den Rest mache ich jetzt, ja? Dies ist die Praxis von Dr. Thalheim. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Frau Dr. Thalheim, ich komme jetzt sofort zu Ihnen. Meine Tabletten sind weg. Mein Verhalten mag Ihnen widersprüchlich vorkommen. Ich kann Ihnen das später alles erklären. Lassen Sie mich in Ruhe! Frau Heller, wenn Sie irgendetwas haben, bei mir ist es sicher. Sie schaffen das nicht alleine.
Vertrauen Sie mir. Bitte. Sabina ist nicht zu Hause. Kann ich warten? Was will diese Frau, Robby? Sag mal, klicken Sie noch ganz richtig? Ich hab was entdeckt. Mir ist kalt, mir ist einfach nur kalt. Ich brauche meine Tabletten. Setzen Sie sich aufs Sofa hier. Hier. Jetzt. Da schauen Sie mal. Ich hole ihm was zu trinken. Da ist was ganz Schlimmes passiert. Und David, der hat dafür die Beweise gesammelt. Trinken Sie das. Jetzt ist er tot. Die Kleine, die nennt ihren Vater Robby. Robert ist mein Bruder. Das mit dem Ehemann, das sagen wir nur für die Nachbarschaft. Sie wissen ja, wie die Leute sind. Ruhen Sie sich aus. Dein Papa? Mein Papa ist ganz weit weg, der wohnt nämlich in Afrika. Wie heißt dein Papa? David. Stella, komm her. Geh da weg. Geschlafen? Ja. Oh nein. Ganz ruhig, Claire. Es ist alles in Ordnung. Was haben Sie ihr gegeben? Ein starkes Beruhigungsmittel. Was? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie dürfen die Tabletten nicht selbst absetzen. Die waren weg. Die waren einfach weg. Und das sind diese schrecklichen, schrecklichen Bilder aus Afrika. Das Internet ist voll von schrecklichen Bildern. Claire, verstehen Sie? Sie haben die Bilder genommen, die in Ihre Phantasmagorie hineinpassen. Nein, es sind noch viel mehr Bilder da. Und die sind geschützt. Mit einem Passwort geschützt. Und die Kleine.
Die Kleine, die beiden, sie hat ein Kind mit David. Ist ja völlig absurd. Erkennen Sie nicht, was mit ihnen passiert? Tote Kinder in Afrika. Das angebliche Kind ihres Mannes mit einer Prostituierten. Claire, das liegt alles daran, dass sie selbst keine Kinder kriegen können. Ihr Unterbewusstsein hat ihnen einen Streich gespielt. Da ist nichts, Claire. Ich weise sie ein und dann sehen wir weiter, okay? Gleich bei Ihnen. Ich hole die Medikamente. Bist du krank? Mein Papa, der wohnt nämlich in Afrika. Also. Wie fühlen Sie sich? Sie wollen mich loswerden, was? Nein. Keine 10 Tage bin ich drin, da wollen Sie mich schon rausschmeißen? Von mir aus können Sie bleiben, solange Sie wollen. Aber draußen wartet noch ein Leben auf Sie. Haben Sie denn alles? Portemonnaie, Handy, ja, alles da. Super. Na, dann sage ich mal besser nicht bis zum nächsten Mal, sondern alles Gute. Dann möchte Sie jemand abholen. Vorsicht. Danke dir. So. Hagedorn. Nein. Nein.
Fotos auf deinem Handy waren echt, nicht wahr? Woher hattest du die? Ich habe die Bilder gelöscht. Noch am Abend deiner Einweisung. Frau Doktor war so taktvoll, mich ein paar Minuten mit dir alleine zu lassen. Du warst schon so komisch, als ich Davids Laptop abgeholt habe. Wo ist der Rest? Was meinst du? Ich habe mir das alles nur eingebildet. Passwort geschützt. Da wusste ich natürlich Bescheid. David und sein Verschlüsselungstick. Also. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Was soll das? Was willst du? Na Gott, Claire, du verstehst überhaupt nicht, worum es hier geht. Gegen Michael läuft eine interne Ermittlung. Gegen David auch. Blödsinn. Ich wollte, es wäre so. Die Ethikkommission. Es geht um die Toten nach den Bildern. Ich glaube, David war sauber. Aber ich glaube auch, dass ihn jemand in der Hand hatte. Denn es stimmt. Ich habe das überprüft. Das kleine Mädchen. Es ist tatsächlich Davids Tochter. Peter, hör auf damit jetzt. Wenn ich ihn reinwaschen soll, dann brauche ich die Beweise. Was ist es? Bitte fahr mich nach Hause. Eine CD? Ein Stick? Fahr mich nach Hause. Oder tu irgendwas. Es ist mir egal. Glaubst du, ich war nicht schockiert? Ein Kind mit einer Prostituierten? Wo ihr doch keine Kinder kriegen könnt? Aber das hat ihn erpressbar gemacht. Bitte, Claire, denk noch mal drüber nach. Du machst einen riesengroßen Fehler. Ich steck jetzt aus, Peter. Danke, dass du mich abgeholt hast. Claire. Tschüss. Gut. Dr. Bauer. Oh. Cold. Yes. Es ist super cold. Danke.
Das Tee. Es gab das Gerücht über ein Blutbad. Ihr Mann fuhr hin. Allein. Und dann flogen wir zurück nach Deutschland und plötzlich war er tot. Aber mir war klar, dass es da Beweise geben musste, sonst wären die wohl kaum in ihr Haus eingestiegen, während er tot auf dem Stuhl saß. Ich wusste es. Hagedorn zog mich auf seine Seite, ich ging zum Schein darauf ein und ja, seitdem versuchen wir sie in die Ecke zu treiben. Good Cop, Bad Cop, immer weiter, so oder so, bis sie einem von uns die Beweise geben. Deshalb musste ich sie neulich auch so ausbremsen. Ich wollte, dass sie weiter Hagedorn vertrauen. Er hat ihre Tabletten verschwinden lassen. Was? Er wollte, dass sie durchdrehen, dass sie sich verraten. An dem Tag, dieser dubiose Arzt, der kam erst später. Ich glaube, Hagedorn selbst hat ihren Mann. Nein. Wie denn? Das weiß ich noch nicht. Und Sie, warum machen Sie das hier? Das bin ich Ihrem Mann schuldig. Und Aminas Familie, die seit dem Massaker von Ambatade spurlos verschwunden ist. Die Ethikkommission, die ermittelt auch gegen David. Welche Ethikkommission? Viva Santa hat keine Ethikkommission. Was ist da unten wirklich passiert? Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich das Material von Ihrem Mann gesehen habe. Der ist kein Stick. Oh, ich war völlig durcheinander. Ich meine, vielleicht... Keine Panik jetzt. Denken Sie ganz in Ruhe nach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach überhaupt nichts mehr. Ich meine, vielleicht bin ich auch gar nicht hier. Vielleicht bin ich ja in der Psychiatrie und träume das ja alles nur. Frau Heller. Ich war das in der Nacht mit der Tasche. Was? Ja, es war meine Feuertaufe. Danach vertraute mir Hagedorn. Sie sind nicht verrückt. Das alles hier ist real. Okay? Hat uns gesagt, wo wir sie finden. Wir brauchen den Stick. Ich bin ganz sicher, dass sie ihn haben. Sie waren auf dem Friedhof. Sie haben da diese Kerze aufgestellt. Wo ist das verdammte Ding? Da. Ich wusste es. Über da. Was? Ich hab doch gesagt, bis sie einem von uns beiden die Beweise geben. Und da sind wir jetzt. Los, komm! Weg! Michael, was ist da los? Michael? Ich bin mit Stella auf das Grab ihres Vaters und da stand dieser Buddha. Stella hat ihn in die Hand genommen und dieser Stick fiel raus. Ich
wusste sofort, dass er für irgendwen ganz viel wert sein muss. Was machen wir jetzt? Es war Peter Hagedorn eben am Telefon. Ich glaube, dass der David umgebracht hat. Was? Und dieser Typ da oben, wenn der mit Hagedorn unter einer Decke steckt, dann weiß Hagedorn auch, dass wir den Stick haben. Und Hagedorn weiß auch, dass wir mit David eine Tochter haben. Wo ist Taylor? Dem Stella nicht angehängt, falls sie das denken. David war anders. Ich hatte schon völlig vergessen, dass es solche Männer überhaupt gibt. Und warum ein Kind? Warum ein Kind? Es war doch überhaupt nicht geplant oder gewollt. Ich bin zur Abtreibung gegangen, aber ich konnte nicht. Und David hat das Kind natürlich gewollt. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Stella? Bei den Käfern. Was ist denn los? Stella? Stella! Stella! Wir müssen die Polizei holen. Nein, warte. Hagedorn, er will nur den Stick, solange wird der Stella nichts tun. Dann gib ihm doch das Scheißding! Werden wir. Ich will Stella, ich will meine Tochter zurück. Ja, komm. Hier auf dem Stick sind Beweise für ein Massaker. Das meiste davon ist verschlüsselt. Können Sie das hacken? Wie viel Zeit habe ich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenig. Hallo? Hören Sie? Bringen Sie den Stick! Jetzt! Oder stirbt jemand? Guck mal, ich helfe Was soll das, Claire? Nicht bewegen, Peter. Mach dich nicht lächerlich. Wo ist das Mädchen? Erst den Stick. Bleib stehen. Wo ist das Kind? Rüber. Stella. Komm her. Hab keine Angst. Gib mir den Stick. Dann kriegst du die Kleine. Wer hat die Menschen ermordet, die auf den Bildern zu sehen sind? Die bringen sich da gegenseitig um. Stammesfäden. Das wart nicht ihr. Claire, wir sind Entwicklungshelfer. Wir helfen den Menschen. Wir bringen sie nicht um. Okay. Dann zertreten wir jetzt hier den Stick. Und alles ist gut. Woher soll ich wissen, dass es da keine Kopie drin gibt? Das Ganze ist so verschlüsselt, selbst der Hacker hat kapituliert. Nein, erst das Mädchen. Den Stick. Auf dem Stick hier ist ein Film. Da sieht man David mit dem Anführer der Miliz sprechen. Der sagt, dass du das Massaker angeordnet hast. 14 Menschen wurden ermordet in deinem Auftrag. Und die Beweise dafür, die sind jetzt schon im Netz. Du blöffst. Du sagst doch, niemand knackt Davids Datei. Verdammt, ich komm nicht rein. Das Ding ist so saugut verschlüsselt. Ich weiß es. Siddhartha.Gautama.August10.Love. Im August 2010 waren David und ich in Indien bei einem Guru, der sollte mir helfen, schwanger zu werden. Das war unser letzter Strohhalm. Damals haben wir uns sehr geliebt. Das war sein Passwort. David wollte alles aufdecken.
Und deswegen hast du ihn umgebracht. Alles, was ich da unten aufgebaut habe. Er wollte alles kaputt machen. Wie hast du das gemacht? Da lag dieser Korkenzieher, so einer mit Druckluft. Den habe ich David in den Hals gestochen. Ich wollte das nicht. Aber er hat mir keine andere Wahl gelassen. Heller, ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Mein Name ist Fabian Herberg. Ich bin Sonderermittler des Landeskriminalamtes. Ich wurde bei Viva Santa eingeschleust, um als Protégé Ihres Mannes in der Firma aufzusteigen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Der Typ da hinten ist im Übrigen mein Kollege. Und Sie, was passiert jetzt mit Ihnen? Meine Tarnung ist noch intakt. Die hohen Tiere von Viva Santa werden mich rauspauken. Und dann werde ich endgültig einer von Ihnen sein. Also, leben Sie wohl. Sie auch. Und grüßen Sie Ihre hübsche Freundin von mir. Amina. Amina ist eine südafrikanische Rechtsanwältin. Spezialisiert auf Verstrickung von Investoren-NGOs und Entwicklungshilfe. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Das sollte nur aussehen wie Freundin. Ist Ihnen gut gelungen. Oh, danke. Was der nicht erzählt hat, jetzt sprechen Sie doch endlich Klartext. Frau Heller, ich lasse mir von Ihnen meine Zukunft nicht kaputt machen, verstanden? Ihre hübsche Freundin hat überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung? Hauen Sie ab! Hallo. Was machen Sie denn hier? Ich möchte gerne. Oh, ich zähle bis drei, dann sind Sie weg. Ich möchte nur mit Ihnen sprechen. Bitte.
5 Minuten, aber nicht in meinem Haus. Und am Abend sollte ein Meeting sein in Berlin. Und David wollte es mir zuliebe absagen, aber anscheinend konnte er das gar nicht, weil es irgendeine wichtige Krisensitzung werden sollte. Ja, und? Sie sind die Letzte, die ihn gesehen hat. Hat er denn nichts darüber gesagt oder hat er noch mit irgendwem gesprochen? Nein. Ambatade. Viva Santa. Peter Hagedorn. Michael. Das sagt Ihnen alles gar nichts? Hören Sie mal zu. Ich weiß nicht mal genau, was er gearbeitet hat, okay? Aber da muss irgendwas gewesen sein. Mama! Alles in Ordnung? Ja. Die kleben zusammen. Das... Wenn Sie dann bitte jetzt gehen würden. Und Sie, warum machen Sie das hier? Das bin ich Ihrem Mann schuldig. Und Aminas Familie, die seit dem Massaker von Ambatade spurlos verschwunden ist. Die Ethikkommission, die ermittelt auch gegen David. Welche Ethikkommission? Viva Santa hat keine Ethikkommission. Was ist da unten wirklich passiert? Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich das Material von Ihrem Mann gesehen habe. Da ist kein Stick. Oh, ich war völlig durcheinander. Ich meine, vielleicht... Keine Panik jetzt. Denken Sie ganz in Ruhe nach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach überhaupt nichts mehr. Ich meine, vielleicht bin ich auch gar nicht hier. Vielleicht bin ich in der Psychiatrie und träume das hier alles nur. Frau Heller. Ich war das in der Nacht mit der Tasche. Was? Ja, es war meine Feuertaufe. Danach vertraute mir Hagedorn. Sie sind nicht verrückt. Das alles hier ist real. Okay? Bruder hat uns gesagt, wo wir sie finden. Wir brauchen den Stick. Ich bin ganz sicher, dass sie ihn haben. Sie waren auf dem Friedhof. Sie haben da diese Kerze aufgestellt. Wo ist das verdammte Ding? Da. Ich wusste es. Über da. Was? Wie heißt dein Papa? David. Stella, komm her. Geh da weg. Schlafen? Ja. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig, Claire. Es ist alles in Ordnung. Was haben Sie ihr gegeben? Ein starkes Beruhigungsmittel. Was? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie dürfen die Tabletten nicht selbst absetzen. Die waren weg. Die waren
einfach weg. Und das sind diese schrecklichen, schrecklichen Bilder aus Afrika. Das Internet ist voll von schrecklichen Bildern. Claire, verstehen Sie? Sie haben die Bilder genommen, die in Ihre Phantasmagorie hineinpassen. Nein, es sind noch viel mehr Bilder da und die sind geschützt, mit einem Passwort geschützt. Und die Kleine, die beiden, sie hat ein Kind mit David. Ist ja völlig absurd. Erkennen Sie nicht, was mit ihnen passiert? Tote Kinder in Afrika, das angebliche Kind ihres Mannes mit einer Prostituierten. Claire, das liegt alles daran, dass sie selbst keine Kinder kriegen können. Ihr Unterbewusstsein hat ihnen einen Streich gespielt. Da ist nichts, Claire. Ich weise sie ein und dann sehen wir weiter, okay? Gleich bei Ihnen. Ich hole die Medikamente. Die Pink Floyd-CDs hier sind im Übrigen alle von Ihrem Mann. Danke. Die Sicherheitsfirma sagt, das war ein Fehlalarm. Sie müssen zuerst den Basiscode eingeben und dann den normalen Code. Ich weiß. David. Er hat immer alles 1000-mal verschlüsselt. Ich weiß. Nein. Nein, bitte. War der Topf schon kaputt? Was für ein Topf? Das hat den Alarm ausgelöst. Soll ich noch versuchen, das Schloss hier aufzukriegen? Einfach stehen lassen, bitte. Einfach stehen lassen. Zeit etwas Stärkeres verschreiben. Der Wirkstoff heißt Sertralin. Hilft gegen die Angst. Sie können damit auch besser unter Menschen.
Nicht über wen ihr Mann in seiner Freizeit sah, traf oder sonst wie beglückt ist. Mir genauso egal wie der Inhalt seiner Tasche. Glaube ich nicht. Und außerdem, wenn das Einzige ist, was sie im Leben ihres Mannes interessiert, dann tun sie mir leid. Schönen Tag noch. Wie? Was heißt das? Such David. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Noch Freunde? Komm rein. Deine Nachricht habe ich leider gerade erst abgehört, wegen der Tasche. Da ist sie doch. Ja, jetzt wieder. Wie? Peter, wie kommt das ganze Geld auf unser Konto? Welches Geld? Meinst du Davids Boni? Boni. Viva Santa, unser Mutterkonzern, ist börsennotiert. Das weißt du doch. Claire, lass uns mal in Ruhe essen gehen. Und ich erzähl dir, wie das alles zusammenhängt. Ja.
Das Tee. Es gab das Gerücht über ein Blutbad. Ihr Mann fuhr hin. Allein. Und dann flogen wir zurück nach Deutschland und plötzlich war er tot. Aber mir war klar, dass es da Beweise geben musste, sonst wären die wohl kaum in ihr Haus eingestiegen, während er tot auf dem Stuhl saß. Ich wusste es. Hagedorn zog mich auf seine Seite, ich ging zum Schein darauf ein und ja, seitdem versuchen wir sie in die Ecke zu treiben. Good Cop, Bad Cop, immer weiter, so oder so, bis sie einem von uns die Beweise geben. Deshalb muss Sie lassen ihren Schmerz nicht los. Sie fixieren sich. Das schränkt ihre Wahrnehmung ein. Sie haben den Basiscode von der Alarmanlage abgeguckt. Ich hab bitte was? Sie haben direkt neben mir gestanden an dieser Alarmanlage. Und dann haben Sie das ganze Haus durchsucht. Und dann wollten Sie das Zahlenschloss von Davids Tasche knacken. Ich wollte Ihnen helfen. Nein, Sie haben die Tasche genommen, Sie haben sie durchsucht und dann haben Sie sie zurückgestellt, damit ich nichts merke. Warum sollte ich das tun? Hören Sie auf damit. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich glaube auch nicht, dass Sie von dieser Nutte nichts gewusst haben. Was ist da drin in der Tasche? Frau Laub, Sie es glauben oder nicht, aber wen Ihr Mann in seiner Freizeit sah, traf oder sonst wie beglückt, ist mir genauso egal wie der Inhalt seiner Tasche. Glaube ich nicht. Und außerdem, wenn das Einzige ist, was Sie im Leben Ihres Mannes interessiert, dann tun Sie mir leid. Schönen Tag noch. Wie? Was heißt das? Such David. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Noch Freunde? Komm rein. Deine Nachricht habe ich leider gerade erst abgehört, wegen der Tasche. Wir hatten eine Pause. David wollte gleich nachkommen. Aber er ist doch völlig gesund. Ich habe auch keine Erklärung. Was ist das? Der Alarm vom Haus ist aufs Handy geschaltet. Das ist Dr. Bauer, unser Betriebsarzt. Hat Ihr Mann über Herzstiche geklagt? Nach dem Infektionsgebiet hat er sich da was eingefangen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Pink Floyd-CDs hier sind im Übrigen alle von ihrem Mann. Danke. Die Sicherheitsfirma sagt, das war ein Fehlalarm. Sie müssen zuerst den Basiscode eingeben und dann den normalen Code. Ich weiß. David. Er hat immer alles tausendmal verschlüsselt. Ich weiß. Nein, bitte. War der Topf schon kaputt? Was für ein Topf? Das hat den Alarm ausgelöst. Soll ich noch versuchen, das Schloss hier aufzukriegen? Einfach stehen lassen, bitte. Einfach. Wir hatten eine Pause. David wollte gleich nachkommen. Er ist doch völlig gesund. Ich habe auch keine Erklärung. Was ist das? Der Alarm vom Haus ist aufs Handy geschaltet. Das ist Dr. Bauer, unser Betriebsarzt. Hat Ihr Mann über Herzstiche geklagt? Nach dem Infektionsgebiet? Hat er sich da was eingefangen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Raus! 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 Die Pink Floyd-CDs hier sind im Übrigen alle von ihrem Mann. Danke. Die Sicherheitsfirma sagt, das war ein Fehlalarm. Sie müssen zuerst den Basiscode eingeben und dann den normalen Code. Ich weiß. David. Er hat immer alles tausendmal verschlüsselt. Ich weiß. Nein, bitte. War der Topf schon kaputt? Was für ein Topf? Das hat den Alarm ausgelöst. Soll ich noch versuchen, das Schloss hier aufzukriegen? Einfach stehen lassen, bitte. Einfach stehen lassen. Thank you.
Wie geht's dir? Gut. Kalt habt ihr es hier. Das war eben Peter am Telefon. Er braucht mich doch gleich bei der Tagung. Und dann muss ich nach Berlin weiter. Du warst 6 Wochen in Äthiopien, jetzt musst du sofort wieder los. Und dann fährst du weiter nach Berlin? Ja. Leider. David, es gibt eine ganz neue Form von Hypnosetherapie. Hm? Nein. Nein. David, nein! Ich habe da was gelesen. Ich habe was gefunden über eine Frau, Leon. Die hat wirklich jahrelang alles probiert und nichts hat geklappt. Aber jetzt hat sie ein Baby. Wir haben das besprochen. Wir haben das geklärt. Ja, aber es gibt jetzt noch mal wirklich eine Chance. Als ob es keine wichtigeren Probleme auf der Welt gibt. Für dich wahrscheinlich schon. Du bist ja auch, du machst ja da dein Ding. Du bist ja der große Entwicklungshelfer. Du bist immer weg. Du wolltest doch auch wieder arbeiten. Eine neue Kollektion. Ich kann's aber nicht. Nur um wieder reinzukommen. Ich kann das aber nicht. Ich kann es nicht einfach so auf Kommando. Ich sag Berlin ab. Nein, Frau. Ich sag Berlin ab. Und dann reden wir. Über uns, über alles. Wir machen reinen Tisch. Vorsicht. Danke dir. So. Hagedorn. Nein. Nein. Die Fotos auf deinem Handy waren echt, nicht wahr? Woher hattest du die? Ich habe die Bilder gelöscht. Noch am Abend deiner Einweisung. Frau Doktor war so taktvoll, mich ein paar Minuten mit dir alleine zu lassen. Du warst schon so komisch, als ich Davids Laptop abgeholt habe. Wo ist der Rest? Was meinst du? Ich habe mir das alles nur eingebildet. Passwort geschützt. Da wusste ich natürlich Bescheid. David und sein Verschlüsselungstick. Also. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Was soll das? Was willst du? Himmel, Gott, Claire. Du verstehst überhaupt nicht, worum es hier geht. Gegen Michael läuft eine interne Ermittlung. Gegen David auch. Blödsinn. Ich wollte, es wäre so. Die Ethikkommission. Es geht um die Toten nach den Bildern. Ich glaube, David war sauber.
Aber ich glaube auch, dass ihn jemand in der Hand hatte. Denn es stimmt. Ich habe das überprüft. Das kleine Mädchen. Es ist tatsächlich Davids Tochter. Peter, hör auf damit jetzt. Wenn ich ihn reinwaschen soll, dann brauche ich die Beweise. Was ist es? Bitte fahr mich nach Hause. Eine CD? Ein Stick? Fahr mich nach Hause. Oder zu Peter gewesen, aber auf der Anrufliste, da steht unbekannte Nummer. Vielleicht hat Hagedorn von einem anderen Telefon aus angerufen. Mit wem hat er telefoniert? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ausgestiegen, als jemand den Anruf annahm. Hatte mein Mann eine Geliebte? Keine Ahnung. Es ehrt Sie sehr, dass Sie so loyal sind, aber ich muss es wissen. Frau Heller, ich habe Ihren Mann sehr geschätzt. Das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Zeit etwas Stärkeres verschreiben. Der Wirkstoff heißt Sertralin, hilft gegen die Angst. Sie können damit auch besser unter Menschen. Da wird jetzt einiges auf Sie zukommen. Bitte ganz regelmäßig einnehmen und keine vergessen. Klappt das mit dem Handyalarm? Sehr gut. Prima. Und die Tabletten keinesfalls selbst absetzen, aber Sie kennen sich ja aus.
Dr. Bauer sagt, die Todesursache war ein geplatztes Blutgerinnsel im Gehirn. Ein Aneurysma. Höchstwahrscheinlich angeboren. Ich weiß gar nicht. Ich weiß die Beerdigung. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich mach das alles. Ich kümmere mich drum. Und sein Handy, der Ring seiner Uhr. Ich hol die anderen Sachen. Sie und mein Mann, was war das? Sie glauben doch nicht, dass ich jetzt mit Ihnen über Ihren Mann rede. Warum waren Sie an dem Tag noch in dem Hotel? Sie hätten ja längst gehen können. Ich war geschockt. Was sagten Sie denn? David war ein guter Kunde. Wann hat das angefangen? Wie oft haben Sie mit ihm... Vergessen Sie es. Hören Sie zu. Mein Mann ist tot. Sie und ich, wir werden uns niemals wiedersehen. Also reden Sie einfach mit mir. Vor ein paar Jahren. Immer wenn er hier war. Er war doch gar nicht der Typ dafür. Das denken alle Ehefrauen. Und hat er irgendwelche Neigungen, von denen ich nichts wusste? Woher soll ich wissen, was Sie wissen oder was Sie nicht wissen? Außerdem rede ich nicht über Kunden. Aber ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Ich bin verdammt gut in dem, was ich tue. Und jetzt ist Schluss hier. Claire, Davids Tasche ist weg. Ich kann mir das nicht erklären. Rufst du mich zurück? Gut. Dr. Bauer.
Oh. Oh. Cold. Yes. It's super cold. Danke. Tee. Es gab das Gerücht über ein Blutbad. Ihr Mann fuhr hin. Allein. Und dann flogen wir zurück nach Deutschland und plötzlich war er tot. Aber mir war klar, dass es da Beweise geben musste, sonst wären die... Habt ihr es hier? Das war eben Peter am Telefon. Er braucht mich doch gleich bei der Tagung. Kann ich kurz? Die Jungs vor ihrer Tür haben mir gesagt, wo ich sie finde. Sie haben mir geraten, mich mit dem Leben von David zu beschäftigen. Ich habe im Internet recherchiert.
Viva Santa ist an der Ausbeutung und an der Vertreibung von Bauern beteiligt. In Ambatade. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass David da mitgemacht hätte. Andererseits hat er auf einmal sehr, sehr viel Geld verdient. Ich frage mich einfach, wie das zusammenhängt. Bitte, ich will es nur wissen. Ich will es einfach nur wissen. War er da in Afrika in irgendwelche Machenschaften verwickelt? Kommen Sie mal mit. An dem Tag war abends in Berlin ein Termin angesetzt. Da sollten wohl noch einige Dinge auf dem Tisch. Ja, aber den wollte er absagen. Er wollte bei mir bleiben und er wollte sich mit mir aussprechen. Den Termin absagen? Ja. Mit Staatssekretär vom Bundesentwicklungsministerium und unserem Topmanagement, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich treffe mich später mit dem Blogger, durch dessen Website ich auf das Thema gestoßen bin. Frau Heller, das ist ein Milliardengeschäft. Seien Sie vorsichtig. Kommen Sie, hoch mit Ihnen. Sie müssen sich erbrechen. So ist gut. Dr. Bauer. Tee. Es gab das Gerücht über ein Blutbad. Ihr Mann fuhr hin. Allein. Und dann flogen wir zurück nach Deutschland und plötzlich war er tot. Aber mir war klar, dass es da Beweise geben musste, sonst wären die wohl kaum in ihr Haus eingestiegen, während er tot auf dem Stuhl saß. Ich wusste es. Hagedorn zog mich auf seine Seite, ich ging zum Schein darauf ein und
Ja, seitdem versuchen wir, sie in die Ecke zu treiben. Good Cop, Bad Cop, immer weiter, so oder so, bis sie einem von uns die Beweise geben. Deshalb musste ich sie neulich auch so ausbremsen. Ich wollte, dass sie weiter Hagedorn vertrauen. Er hat ihre Tabletten verschwinden lassen. Was? Er wollte, dass sie durchdrehen, dass sie sich verraten. An dem Tag, dieser dubiose Arzt, der kam erst später. Ich glaube, Hagedorn selbst hat ihren Mann. Nein. Wie denn? Das weiß ich noch nicht. Da ist kein Stick. Oh, ich war völlig durcheinander. Ich meine, vielleicht... Keine Panik jetzt. Denken Sie ganz in Ruhe nach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach überhaupt nichts mehr. Ich meine, vielleicht bin ich auch gar nicht hier. Vielleicht bin ich ja in der Psychiatrie und träume das hier alles nur. Frau Heller. Ich war das in der Nacht mit der Tasche. Was? Ja, es war meine Feuertaufe. Danach vertraute mir Hagedorn. Sie sind nicht verrückt. Das alles hier ist real. Okay? Hat uns gesagt, wo wir sie finden. Wir brauchen den Stick. Ich bin ganz sicher, dass sie ihn haben. Sie waren auf dem Friedhof. Sie haben da diese Kerze aufgestellt. Wo ist das verdammte Ding? Da. Ich wusste es. Über da. Was? Ich hab doch gesagt, bis sie einem von uns beiden die Beweise geben. Und da sind wir jetzt. Los, komm! Weg! Michael, was ist da los? Michael? Ich bin mit Stella auf das Grab ihres Vaters und da stand dieser Buddha. Stella hat ihn in die Hand genommen und dieser Stick fiel raus. Ich wusste sofort, dass er für irgendwen ganz viel wert sein muss. Was machen wir jetzt? Es war Peter Hagedorn eben am Telefon. Ich glaube, dass der David umgebracht hat. Was? Dieser Typ da oben, wenn